Danke, Gabriele. Ja, so als eben mein Background ist nicht wirklich Open Source. Ich komme wirklich aus der Standardisierungsecke. Als Telekom Operator sind wir uns gewohnt, alle möglichen Standards sowohl zu machen als auch einzusetzen über Jahrzehnte. Und jetzt kommt diese Open Source Sache rüber und wir müssen uns natürlich anfangen zu überlegen, was das heißt für uns. Ich bin mich eher gewohnt, ja, Ihre Telefone müssen ja mit unserem Netz funktionieren. Das heißt, es braucht da Schnittstellen, die bekannt sind, die offen sind, die alle implementieren. Wie das heute in der Telekom gemacht wird, da sitzt man zusammen. All die großen Hersteller, all die großen Operators und so weiter setzen sich an den Tisch und man entscheidet darüber, wie das aussieht. Es wird spezifiziert, es wird auf Papier runtergeschrieben. Und jeder geht nach Hause und implementiert es. Und man hofft dann, dass es auch interoperiert. Das ist so, wie es in der Standardumfeld heute funktioniert. Jetzt mit Open Source sehe ich ein bisschen als auch eine de facto Standardisierung. Und warum sage ich de facto? Weil Standardisierung auch vielfach noch einen regulativen Aspekt hat. Und den werde ich hier explizit ausklammern. Also es gibt Standards, die werden vorgeschrieben vom Regulator. Es kann noch kommen, dass im Cloud-Umfeld da auch noch was ist, da ist man einfach noch nicht so weit auf der regulativen Seite. Gut, der Kontext, wo ich jetzt drin rede, sind wirklich die Swisscom Cloud Services. Ich gehe zuerst ein bisschen in was Swisscom im Cloud-Umfeld macht und dann eben Open Source als Standardisierungsmittel ein paar Bemerkungen dazu. Gut. In der Cloud, wir haben, muss ich wahrscheinlich Ihnen vielleicht gar nicht so fest sagen, aber in den Telekom, mit den Telekom-Leuten spreche, dann ist diese, all die möglichen Sachen und Terme, die da rumschwirren, von Endbenutzern, Speicher, Dropbox und so weiter, bis zu enterprise-orientierten Offerings, das ist ein extrem breites Spektrum und ist extrem vielfältig, was jetzt gerade da passiert, ist also sehr, sehr, sehr schwierig, das auch zu fassen. Aus Swisscom-Seite, wir haben gesagt, ja, wir versuchen eigentlich, das alles jetzt mal unter einen Hut zu bringen. Das ist natürlich jetzt eine längerfristige Vision, das funktioniert natürlich heute noch nicht so, ist aber die Vision. Also wir würden gerne als Swisscom Cloud mit IT, mit Netzen, verschiedene Anwendungen in verschiedenen Business Model Settings auf verschiedenen Cloud-Ebenen, IaaS, PaaS, SaaS, anbieten wollen. Also im Prinzip ein Vollsortiment-Anbieter im Cloud-Umfeld auch werden. Ob das passiert, das werden wir dann in ein paar Jahren sehen, ob das funktioniert hat. Jetzt, wenn man in der Cloud geht, dann reden wir ziemlich schnell auch von den Ökosystemen, die sich bilden müssen. Swisscom ist in der Schweiz eine relativ große Firma. Im weltweiten Kontext sind wir eine ganz kleine Firma, wenn man so mit der Deutschen Telekom vergleicht. Kann natürlich nicht alles selber tun. Das heißt, man muss versuchen, auch Ökosysteme zu etablieren und zu sehen, wie das geht. Und wie Ökosysteme funktionieren, ist über Standards. Das können jetzt Open-Source-Standards sein oder Open-Source sein oder das kann, wie ich vorher gesagt, papierbasierte Standards sein. Immer wenn man Ökosysteme etablieren will, braucht es einen Standard, weil die Leute müssen auf dem Common Ground stehen, um darauf was aufzubauen. Ja, wir haben natürlich den Anspruch, das sehr schweizzentriert zu machen, aus der Historie der Firma raus und wir haben den Anspruch, da eine offene Architektur zu machen. Und da kommt wieder Standardisierung und Open Source dazu. Also wir wollen eine offene Architektur, weil das jeder verwenden können soll. Da gehen alles, was proprietär ist, funktioniert einfach nicht. Wir wissen, dass das aus der Telekommunikation hat das auch noch nie funktioniert. Das wird im Cloud-Umfeld auch nicht funktionieren. Wenn man diese wirklich Gesamtsicht sich anguckt, der Cloud-Sache, dann müssen wir uns natürlich überlegen, was macht man.
Und da sind wieder offene Standards ein Ding wegen den Lock-in-Problematik. Wir haben heute auch einiges an Systemen bei uns laufen, die hat man von einem Hersteller gekauft und die bringt man nicht mehr raus. Die sind proprietäre, Software, Hardware, was auch immer, bringt man nicht raus. Also die Lock-in-Problematik ist eine sehr, sehr, sehr große Problematik für uns. Und wir verstehen, dass das für unsere Kunden, die die Cloud benutzen wollen, auch eine Problematik ist. Da gibt es gar nichts anderes, als mit offenen Standards zu gehen. Bisschen die technische Sicht der ganzen Sache, sehr, sehr, sehr vereinfacht natürlich. Wir haben natürlich Infrastruktur, wir haben auch andere Hypervisors, eher aus dem kommerziellen Umfeld, man kann sich denken, woher das kommt. Wir haben OpenStack, da ist die erste Open-Source-Sache. Bin nicht sicher, ob OpenStack wirklich unter ihre Open-Source-Definition fällt. Von den ganzen Lizenzsachen und so weiter fällt. Okay. Also lizenzmäßig fällt es. Ich habe da noch ein paar andere Kommentare zu Open Source. Und dann haben wir wieder die Unterscheidung ein bisschen eher in diese serviceorientierten Clouds. Das sind Webservices und native Applikationen. Und dann haben wir eben Cloud Foundry hier. Und wir haben ganz oben drüber Liferay, Cloud Portal. Da kommen wir zurück zu dem Sponsor dieses Events. Da, der Mimacom hat uns quasi geholfen, mit Open Source den Portalteil des Systems zu bauen. Oder ist immer noch dran, zu helfen, das zu bauen. Also wir haben da das Prinzip in dem ganz rechten Feld haben wir dreimal Open Source, one over the other. Des Weiteren, wenn man jetzt eben auf der ganz rechten Seite vorher war, im Plattform-Application-Umfeld ist, dann weiß man ja, dass man einige andere Komponenten braucht, um eine Applikation zu bauen. Und dann braucht es jetzt auch verschiedene APIs. Und da sieht man so einen Satz von APIs. Gewisse Sachen sind Open Source. SAP Storage-Lösung ist jetzt nicht gerade Open Source. Aber das ist dann Choice des Entwicklers, der dann sagt, mit welchen APIs gehe ich da? Gehe ich mit den offenen oder gehe ich eher mit geschlossenen? Man sollte jeder die Wahl auch haben, wie er das macht. Gut, soweit war so, was wir im Cloud-Umfeld so tun. Jetzt zur Frage von Open Source und Standards. Und da mal, Sie haben gehört, aus Lizenzsicht vorher gibt es gewisse Kriterien für was Open Source ist und was nicht. Ich füge noch ein anderes Kriterium rein, das kommt aus der Standardisierungssicht. Und das ist wirklich, wie eine Community funktioniert. Das ist wichtig, aus Standardisierungssicht ist das wichtig. Weil Open Source von einem Hersteller ist für mich kein Standard. Der Hersteller kann jederzeit seine APIs ändern, man kann Fork machen und so weiter, aber das ist nicht im Interesse von uns. Also es braucht eine gesunde Community rundherum. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Im Telekom-Umfeld sind all die Stakeholder sitzen um den Tisch rum und entscheiden darüber, wie soll das aussehen. Und der Aspekt muss für uns ist auch ein Teil von Open Source. Schwierige Probleme werden natürlich durch Community Efforts gelöst. Ich meine, das ist einer der Benefits von Open Source. Wenn es um schwierige Probleme geht, sind wir ziemlich schnell auch mitten der IPR-Problematik und IPR-Regeln. In Standardisierung ist das eine ganz bekannte Sache, ist mehr oder weniger gelöst worden, weil alle Standardsorganisationen haben IPR-Regeln. Das heißt, wenn man da rein contributet, ist klar, was das für IPR heißt. Und auch jetzt für diese Communities, Open Source Communities, muss es klar sein, was die IPR-Regeln sind. Gerade wenn man da rein contributet. Eben idealerweise besteht die Community aus verschiedenen Stakeholdern, das heißt sowohl Benutzern als auch Hersteller
beidseitige Stakeholders. Das ist, um eben ein Common Agreement zu kriegen über den Code, den man da geschrieben hat. Der letzte Punkt, offene Strukturen. Es gibt Communities, die setzen sich 3 Firmen zusammen, sagen, hier ist der Code, wir machen den Open Source, aber andere können da nicht teilhaben. Das ist legitim zu tun. Für uns kann das problematisch werden. Aus regulativer Sicht kann es sehr problematisch werden, weil wir sind irgendwann im Wettbewerbsrecht unterwegs. Und dann wird es eben für uns problematisch. Das ist einer der Gründe, wieso alle Telekom-Standardsorganisationen sehr offen sind in den Strukturen. Kann jeder reinkommen, kostet jeweils was, aber es ist nicht, man darf niemanden ausschließen. Sonst hat man sofort Probleme mit den Wettbewerbskommissionen around the world. So, klar, eben Zusammenarbeit ist ein Schlüssel. Und der Benefit ist natürlich, dass gewisse Konkurrenz von Ideen und Lösungen da sind und das erhöht die Innovation. Auch ist es möglich, jetzt eben gewisse Komponenten sich rauszupicken, in dem OpenStack, Cloud Foundry-Umfeld, sagen, ja, da die Komponente X, da hat es die APIs rundherum sind definiert, aber ich mache jetzt was Intelligentes. Also da gibt es die Möglichkeit, sich auch zu differenzieren als Hersteller, der basierend auf Open-Source-Lösungen baut. Ich habe es schon ein bisschen angetönt, eben die Open Source und Standards, sind die wirklich verschieden? Für mich nicht, wenn es Community-basiert ist. Ich habe vorher ein bisschen definiert, was diese Communities, was für Kriterien da gelten müssen. Es ist nicht verschieden, auch wenn es um die Konkurrenz der Ideen und Innovationen kreieren geht. Ein Standards-Meeting ist sehr, sehr innovativ. Da kommen verschiedenste Ideen, die werden diskutiert. Man versucht herauszufinden, was sind die besten. Vielfach wird dann eher entschieden, wer hat die höhere Marktmacht oder so. Das spielt auch rein. Das wird im Open-Source-Umfeld genauso reinspielen. Das sind einfach die Macht und Persistenz, wie man da in den Communities drin sind. Klar, Resultate sind offen zu verwenden. Das ist im Telekom-Umfeld ist das mittlerweile so, dass all diese Standards eigentlich öffentlich, die Spezifikationen sind öffentlich zugänglich. Es gibt andere Industrien, wo das nicht der Fall ist. Im Telekom-Umfeld ist das so. Da ist eben die Spezifikation, API-Definition sind öffentlich zugänglich. Sie sind verschieden, Open Source und Standards, eben wenn es um einmal Spezifikation auf Papier gegen Code geht. Die IPR-Regeln können unterschiedlich sein. Da noch ein Kommentar: Im Cloud Foundry-Umfeld ist das eine der großen Diskussionen immer noch im Moment. Ich glaube, das ist jetzt der Status, wir sind noch nicht ganz durch mit Cloud Foundry auch als Community aufzusetzen. Da hat es noch die ganzen IPR-Regeln. Wenn eben die großen IT-Firmen der Welt an denselben Tisch kommen, ist das Legal Department nicht weit. Dann ein bisschen noch, mein Gefühl sagt mir, dass die Methodik des Designs ein bisschen anders ist. In der heutigen Standardisierungsumfeld geht man normalerweise von Use Cases, Requirements zu Architektur und dann zur detaillierten Spezifikation. Das ist ein bisschen top-down. Eben Requirements kommen typischerweise vom Kunden. Wenn es um Telekom-Standards sind das wir. Wenn es jetzt im Cloud-Umfeld ist, sind das eher unsere Kunden, die Requirements bringen sollten. Dann wird eben Architektur gebaut, die eben diese Features dann auch drin haben. Open Source hat ein bisschen die Tendenz, das Bottom-up zu machen. Ja, man baut mal was zusammen und über Architektur macht man sich dann später Gedanken. Kann gut und schlecht sein, ich verurteile da nichts. Aber das ist der Unterschied. Jetzt wirklich als Standardisierungsmittel ist geeignet, Open Source, weil eben es ist gemeinsamer Programmcode, er reduziert die Entwicklungskosten. Eben früher hat man gesagt, hat man Papier. Wenn Sie angucken, eben solche Mobilfunkstandards, das sind mehrere Bundesordner voll Papier. Bis das implementiert ist, weiß man, was man getan hat. Das ist halt hier jetzt einfach sofort mit dabei. Erste Funktionen sind sehr früh bereit, auch das auszuprobieren. Also
sonst ist das so, die papierorientierten Ansätze, die sind schon, die Leute sitzen am Tisch rum und sagen, ja, es wäre besser, wenn so und so. Dann gehen die Leute zurück und sagen, ja, Implementer oder Developer, jetzt müssen wir das so und so machen. Der sagt, nee, no way. Das ist viel zu komplex, können wir nicht so implementieren. Also da hat man viel schneller diesen Austausch. Die Funktionen sind da, man probiert das einfach aus. Ist einfacher Interoperabilität, weil die Codebasis dieselbe ist. Das kommt quasi gratis mit. Und man hat eben diese schnelle Spezifikation, weil es gerade sofort Code ist. Es gibt auch ein paar Sachen, die dagegen sprechen, Open Source als Standardisierung. Einerseits das Risiko von einer einzigen Implementation. Also wenn es um Reliability geht, wenn ein Bug in eben einem Open Source Projekt drin ist, dann ist der weltweit drin. Wenn wir eben jetzt um auch weltweite Netze reden, Open Source basierte Netze, dann wird das schon problematisch. Stellen Sie sich vor, das Internet ist down für einen Tag. Dann ist das problematisch. Das ist down, weil wir nur eine Implementation hatten. Und ja, hat sich vielleicht doch ein Bug hereingeschlichen. Und ja, Open Source Leute haben es vielleicht schnell gefixt. Mag sein. Problematik bleibt. Die Robustheit des Codes ist typischerweise gerade am Anfang eines Projektes nicht sehr hohe Priorität. Normal muss ja ein Hype drum kreiert werden, man muss eben die Funktion zuerst rausbringen, das heißt Robustheit ist so ein Second Thought. Selbe kann man wahrscheinlich über Security-orientierte Features sagen, das ist aber normal in Development. Auch ist es relativ schwierig, die Roadmap der Community zu beeinflussen und das ist jetzt wirklich aus Benutzersicht. Also die Community denkt, das muss so und so passieren. Durch das man diesen eher Bottom-up-Ansatz hat, ist es schwieriger, die Roadmaps zu beeinflussen. Das ist im Standardsumfeld ist das eben institutionalisiert, dass man sagt, ja, man hat diese Requirements, man hat die Use Cases, das soll das System können. Und dann weiß man, was das ist. Und eben die Architektur, habe ich schon ein bisschen gesagt, durch den Bottom-up-Design-Ansatz wird die Architektur typischerweise ein bisschen vergessen. Und das ist dann für uns ein Problem, weil wir haben ja auch noch ein paar andere Systeme am Laufen. Da nicht klar ist, was die Architektur ist und was die Interfaces sind, um das nachher in unsere Systeme wieder zu integrieren, ist das sehr komplex. Zusammenfassen, ich glaube, mein Vorredner hat schon gesagt, dass Open Source Code ist kein Produkt. Das heißt, da braucht es noch mehr rundherum. Da hat sich ja jetzt auch ein Satz von Firmen haben sich hervorgetan, um das auch zu tun. Also von unserer Seite aus, wir brauchen ein Partnering. Ich habe gesagt, das Beispiel hier mit Mimocom, die für uns eben Open Source in Production gebracht hat. Wir arbeiten auch für Cloud Foundry und für OpenStack mit anderen Partnern zusammen. Man kann auch das ganze Paket mit Support, Weiterentwickeln, Werkzeugen so kaufen. Das wären so mehr dann diese Linux-orientierten Distributions. Ist jetzt im Cloud-Umfeld noch ein bisschen zu früh, aber die wird auch dahin gehen, dass sowas kommt. Das offene Ökosystem von diesen Open Source ist extrem attraktiv, eben wegen hohem Innovationspotenzial. Diese Ökosystemproblematik, das ist egal, ob das jetzt eigentlich Open Source oder Standard sind. Da hat man die Baseline, die APIs sind da, wo dann eben Innovationen obendrauf passieren können. Swisscom als Firma, wir nehmen in Open Source Communities teil, speziell Cloud Foundry. Also wir sind Mitglied bei Cloud Foundry, auch wenn es das Konsortium noch nicht ganz gibt, aber wir haben mindestens die Absicht, da wirklich Mitglied zu werden. Ich habe gedacht, das ginge viel schneller. Hat sich auch ein bisschen gezeigt, dass so eine Community aufzubauen seine Zeit braucht. Aus dem Telekom-Umfeld machen wir etwas Ähnliches. Und da hat es viel schneller gegangen, aber da haben wir uns auch die Hilfe von der Linux Foundation gesichert. Ein Satz von Telekom-Firmen sind zusammengesessen und haben gesagt, ja, wir wollen das Open-Source-Projekt starten. Wir sind zur Linux Foundation gegangen. Das ist 3-4 Monate und das ist gestanden. Also es braucht eben gerade so, für uns als Telco braucht es
auch ein bisschen eine Lernphase in dem Bereich. Das ist so. Eben diese Cloud Foundry-Sachen für Application Cloud Platforms sehen wir das im Moment als der de facto Standard. Wir können falsch sein, aber das ist jetzt im Moment ist das, was auf dem im Standard Open Source Markt verfügbar ist, wo eben die Community sich anfängt zusammenzufinden, wo die Stakeholders eben in dieser Community drin sind, wo man eben gemeinsam das entwickelt. Das ist jetzt nicht diese bisschen ideelle, grassroot-orientierten Open-Source-Projekte, das ist mit handfesten kommerziellen Interessen geht man da rein. Ne? Also all die Partners, die da am Tisch drin sitzen, gehen so in das rein. Darum ist eben die IPR-Geschichte, die IPR-Verhandlung ein bisschen kompliziert. Und das ist es von meiner Seite. Danke vielmals.